Ich mag eigentlich ziemlich viele Blumen. Es kommen so langsam wieder Ranunkeln, die finde ich richtig schön. Hi, ich bin die Miriam, ich bin 21 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zur Floristin. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ich mache die Ausbildung bei Il Fiore in Tübingen. Also ich finde so diese Papiersterne richtig cool. Also wir haben da auch so verschiedene, zum Beispiel welche, wo dann innen so einen Hohlraum haben und da kann man dann so eine Lichterkette oder so eine Lampe reinhängen. Wir haben so Zimmerkirschrosen, die finde ich eigentlich ziemlich gut. Kann man dann irgendwie so ein schönes Glas reinmachen oder halt irgendwie ein bisschen ausschmücken. Ja, also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen stressiger. Wir haben so viele Aufträge oder viele Sachen, die wir machen müssen. Gerade jetzt vor Weihnachten wird es auch wieder stressig dann. Vor allem vor dem ersten Advent ist es dann schon schwierig. Also weil es halt genau auf so ein fixes Datum hinläuft, in dem wir das halt alles fertig haben müssen. Wir haben ja viele Sachen einfach schon fertig. Das hilft uns dann, dass die Kunden dann schon irgendwelche Sachen nehmen, die halt schon fertig gemacht sind, wo wir dann jetzt keine Arbeit dann gerade damit haben. Das ist dann der fertige Strauß. Genau, also wir haben hier so verschiedene Blumen, zum Beispiel hier Nutan, die kann man auch noch gut trocknen, oder auch Gerbera, Ranunkel, Anemone, Stromerie und so ein bisschen bunter Eukalyptus.